will Chicken, Schafe, Schweine, eine Kuh. Was ist das für eine Höhle? Oh, nicht schlecht. Warte mal kurz, mein Ohr juckt. So. Schere haben wir auch bei. Habe ich mein Mikro wieder angemacht? Ja, hab ich. Dann scheren wir euch mal. Evil Chicken. Kuh? Ist ja alles sehr tierisch hier. Ist da jemand hinter? Los, Kuh, guck nach! Gott. Der hatte, glaube ich, leuchtende Augen. Raffiniert. Komm her. Wo ist er hin? Da lunscht er durch. Komm, ich kill dich. Böses Skelett. Ha. Tot. Okay. Da grunzt noch irgendwer. Und hier ist Schluss. Okay. Dann gehen wir mal noch in die andere. Habe ich ihm gesprintet? Ja, ich bin eben gesprintet. Ich habe gesprintet. Ist da jemand? Irgendwie ja nicht so, ne? Ist da. Gott, ja, lauf. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken. Deswegen habe ich die Maus verzogen. Böse Monster. Boah, wie viele Skelette sind denn da? Aber schießt euch gegenseitig. Genau, tötet euch. Gute Skelette. Ich mich an. Oh, verdammt. Lauf. Oh. Yeah, ein Spawner. Gar nicht so weit weg von unserem Haus. Okay, die Küste ist jetzt nicht so atemberaubend. Aber ist trotzdem schön. Ja. Skelette lassen Knochen und Pfeile fallen. Das ist ja ganz nett, ne? Ich dachte jetzt so an Monsterfalle und so, aber weiß nicht. Und ich muss nochmal Nase schnauben. Wartet mal. Ist ja sonst oben ein bisschen kacke, wenn ich hier die ganze Zeit hier euch so voll schniefe. Gut, dann bauen wir hier nochmal kurz das ganz wertvolle Moosstone ab. Die Kiste können wir eigentlich auch abreißen. Mit der Axt am besten. Ja. Mousezone, keine Ahnung. Das baut jeder ab, deswegen baue ich es auch ab. Und Kohle. Wir können mal hier die Fackeln so am Spawner befestigen. Das ist ganz schlau. So. Und so. Überhaupt nicht übertrieben. Nein. Ich habe Ust. Ich muss das mit dem Ust lassen. Ich hasse das Ust. Ich habe kaum Moosstone bis jetzt verwendet, irgendwo in Bauwerken. Was aber wohl auch damit zusammenhängt, dass ich das Moosstone bei Misa hier nicht so mag. Deswegen, ja, nicht so viel. Ne? Finde ich nicht so cool, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich daraus bauen sollte. Vielleicht irgendwelche alten Gemäuer, irgendwie ein Schloss oder sowas, aber... Na komm. Ich nehme es einfach mal mit, irgendwann. Vielleicht brauchen wir es doch irgendwann und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht mitgenommen habe und dann ist auch doof. Weil Moosstone ja, wie ihr vielleicht wisst, nur bei Spawnern vorkommt. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Doch. Gut. Nehmen wir die Kolonne mit. Kann dir nicht schaden. Und was doof ist, die Höhle ist hier zu Ende. War eine ziemlich kleine Höhle und es ist draußen dunkel. Das ist ja wieder super. Aber wisst ihr, was ich Lust hätte? Jetzt einfach mal rausgehen so im Dunkeln. Ist auch mal lustig, ne? Einfach mal rausgehen und so ein bisschen Monster töten, bis man selber stirbt. Okay, wir spielen jetzt auf normal. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, da sind die Monster logischerweise ein wenig stärker. Also es spawnen nicht mehr Monster, nein, die werden nur stärker.
Heißt, die haben mehr Lebenspunkte. Ich glaube, Schaden fügen die uns noch genauso viel zu, oder? Nee, auch nicht. Nee, ich will jetzt ein Falsches sagen. Und unser Inventar ist ja auch schon wieder so sauvoll. Was haben wir denn hier alles bei? Ja, hier ist so ein Schunzscheiß hier. Und ein Ei. Naja, das behalte ich mal. Können wir benutzen, um vielleicht ein Huhn zu bekommen, wenn wir es werfen. War da eben noch Eisen? Ich will hier nichts übersehen. Nee, da haben wir das schon eingesammelt? Ach doch. Wann haben wir das Eisen eingesammelt? Ich hab's schon wieder vergessen. Hä? Ach egal. Dann bin ich halt vergesslich. Scheiß Alzheimer. Hier noch ein bisschen Eisen. Da noch ein bisschen Eisen. Ja, eigentlich haben wir unten auch noch eine Mine, ne? Auf Ebene 16. So wegen Diamanten und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Minen sind doch bei weitem nicht so lustig als eine Höhle. Irgendwie ist es nicht so spannend, da sich durchzugraben. Die Chance, Diamanten zu finden, ist vielleicht höher, aber... Naja. Ich weiß nicht, seid ihr schon so scharf drauf auf so eine Mine? Auf so eine Minentour? Sag mal, kommt nur mir die Musik so laut vor? Auch so mal Kacke. Man denkt immer, die Musik ist zu laut, dabei ist sie genau richtig. Und dann macht man sie leiser und dann ist sie zu leise. Und dann... Echt doof manchmal. Aber gut. Ah, schöne Kohle. Die wir eh nicht mehr brauchen, weil wir schon genug haben. Naja. Ah, Schnarch. Ja. Diese Spitzhacke ist... naja, gibt noch nicht ganz den Geist auf, aber... Hier grunzt wieder was. Hallo? Nee, das klingt so leise. Das ist bestimmt noch weiter weg. Haben wir die Kuh gerade mit einem Schlag getötet? Mann, sind wir gut. Das sind die Beine eines Schafes. Das ist eine echte Horrorhöhle hier. Boah, Hilfe. Ich will euch nicht töten, Schafe. Nein, 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 ich will euch wirklich nicht töten. Hier hat eben irgendwo ein Zombie gegrunzt. Sagen wir schon wieder Tag? Nee, nicht wirklich. Das Doofe ist bloß, ich würde mich schon raustrauen, habe aber Angst, dass da oben gleich ein Creeper steht und dann Kaboom macht. Und dann sind wir am Arsch. Wir könnten uns auch mal eine Rüstung machen, ne? Aber ich habe total die Sprachfehler heute. Ich weiß gar nicht, warum. Muss am Nikolaus liegen. So. Noch mehr Eisen. Yay. Okay. Was für Tag? Es wird Tag. Waren wir echt so lange in der Höhle? Kam mir gar nicht so lange vor. Naja, egal. Da warten wir noch schnell, bis es Tag wird. Bis es hell wird. Dann verbrennen die ganzen bösen Monster. Und dann können wir raus. Und dann sind wir fröhlich. An dieser Stelle würde ich jetzt anfangen zu singen. Tu es aber nicht. Weil ich euch diese Ohrenvergewaltigung einfach mal ersparen möchte. Versparen möchte. Ey, da seht ihr das wieder. Was ist heute los mit mir? Ja, einfach aus Langeweile und weil ich nicht weiß, was ich jetzt so lange machen soll, buddel ich jetzt hier Gravela. Gut, das war dann auch die Höhlentour. Trauen wir uns schon raus? Irgendwas macht hier komische Geräusche. Ich weiß, ich kann es aber nicht zuordnen, was das ist. Ach man, war hier nicht noch ein Schaf? Los, leiste mir Gesellschaft. Wir müssen uns mal das merken mit dem Spawner. Könnte man vielleicht nochmal irgendwie verwenden. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Am besten ja hier, weil man den Spawner nicht abbauen kann. Boah, Schwein. So, jetzt vorsichtig. Hier hoch, ohne dass uns irgendwer angreift. Oder tötet. Hilfe. Ich hab Angst. Vor allem die Creeper verschwinden ja auch nicht einfach so schnell. Die bleiben ja noch ein bisschen. Und leisten uns Gesellschaft. Lauf! Huh. Spinne? Creeper? Hilfe, 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 Creeper? Was stimmt jetzt hier drauf? Nein? Nein? Okay. Oder? Da ist ein Creeper. Hier auch ein Creeper? Nee, hier nicht.
Komm, wir machen hier Zielschießen. So, komm, dich treffe ich. Na, oder auch nicht. Verdammt. Jetzt aber. Oh, yeah. Nein, verdammt. Schnell den Pfeil wieder einsammeln. Und wir haben am Anfang noch einen verschossen. Den will ich auch wieder haben. War hier nicht eben noch irgendwo eine Spinne? Mir war so, als wenn hier noch irgendwo eben eine Spinne war. Oh, naja. Dann scheint sie wohl weg zu sein. So, ich will das Gunpowder. Das wertvolle Gunpowder. Ja, obwohl ich glaube, ich habe noch nie TNT wirklich gecraftet. Doch einmal, ein einziges Mal. Um es mal auszuprobieren. Ansonsten cheate ich mir das immer. Wenn ich denn sowas mache. Und weil es lustiger ist. Da ist immer noch das Huhn da auf dem... Das ist episch. Wirklich episch. Ja, und dann so eine riesigen TNT-Explosion, die sind ja erst wirklich lustig. Die sind witzig. Oh, das ist ja so langweiliges Tal hier. Okay, das geht ja noch, aber guckt euch das an, das ist so langweilig hier. Ah, in welcher Richtung waren wir noch? Gar nicht. Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine, ich will jetzt nicht schon wieder zurück zum Haus, ich war jetzt irgendwie lange genug da. 60 Melonen, die reichen auch noch eine ganze Weile. Dann laufe ich einfach mal noch in... laufe ich einfach mal noch in die Richtung. Also entweder verspreche ich mich oder spreche zu schnell. Das ist echt kacke. So. Das ist die Richtung, in die wir noch gar nicht gelaufen sind. Ah, Mann! Kann doch nicht sein. Ich bitte um Entschuldigung. Yeah, Tiere. Hallo, Huhn. Ein Ei. Ist das eine schwarze Kuh oder ist die nur sehr dunkelbraun? Hm. Oh, Light Grey Wall, die wir nicht aufnehmen können. Oh, Mist. Gut. Tschüss, Kuh. Das sollte ich mit kritischen Treffern mal machen. So, bam. So voll mit Skill, so. Bam. Ja, yeah, einfach weil wir dann denen mehr Schaden zufügen und dann nutzen wir unser Schwert nicht so ab. Denke ich zumindest. So, wir müssen nur wieder zurückfinden, aber das dürfte nicht allzu schwer sein. Ah ne, mit Skill. So. Einfach wild hin und her hüpfen und dann... Oh, was haben wir da? Bäume. Bäume! Ich habe wirklich lange keine natürlichen... was heißt natürlich Bäume? Lange keine Bäume mehr hier gesehen auf der Welt, die nicht von mir gepflanzt wurden. Gehen wir mal dahin. Ist ja doch gar nicht so weit weg. Okay, wir sehen unser Haus nicht mehr, aber das liegt wohl auch an der normalen Renderdistanz. Oh, cool. Oh, schön. Also, sag mal, aus Inksack macht man was für Wolle? Ich glaube, schwarze, ne? Ich weiß gar nicht genau. So... Ich habe eigentlich auch kein Ziel. Ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte. Ich laufe hier total orientierungslos rum, ja? Also, ich schere hier so ein paar Schafe, töte ein paar Kühe. Hier ist nichts. Toll. Mein Mikro ist noch da, wo es sein soll. Okay. Ich hoffe, dass ich atme nicht zu sehr ins Mikro. Das hatte ich in der letzten Aufnahme so. Und immer, wenn ich denn etwas lauter wurde... habe ich so ganz komisch ins Mikro geatmet und dann hat es so ganz doofe Geräusche gemacht. So ganz doof. Mann, hier sind aber auch viele Tiere. Oh, scheiße, wo kommen wir her? Na, irgendwie von da. Das werden wir schon irgendwie wieder finden. Hoffe ich zumindest. Noch eine Kuh. Hallo? Tschüss? Ein schwebender Baum. Und ein Flüsschen. Ah, das müsste eigentlich schon von dem... Ah, genau. Das ist ja schon vom Relic Generator. Also hier von Dings, ihr wisst schon. So von Minecraft ausgespuckt worden von der 1.0. Das andere war ja noch aus der 1.8. Das sind ja jetzt hier schon die nicht neuen Biome, aber... ihr wisst Bescheid, ne? So, Schwein. Da haben wir noch ein paar Inksäcke. Nee, die heißen Squids, ne? Squids, genau. Auf Englisch. Squids. Boah, geil, ey.
Gut, ich laufe mal nochmal kurz zurück, weil ich nicht so ganz die Orientierung verlieren möchte. Töte ich hier nochmal die Schafe. So. Und